Moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Minecraft, geht in eine neue Runde im Nether. Und zwar weiterhin, ach, falsche Spitzhacke wieder genommen. Da haben wir schon wieder so viele davon, es sind drei Blöcke, die müssen wir erstmal schnell mal irgendwo hier loswerden. Es geht ja wieder gut los heute, denn wir haben ja zwei Spitzhacken. Die meisten werden es wissen, weil ich es in der letzten Folge gesehen habe. Eine, womit wir auch die Dinger hier kaputt kriegen, und die andere, die Behutsamkeit, die holt uns natürlich die ganzen Blöcke raus, und die ganzen Blöcke will ich nicht. Und so, wo war da nochmal mein Eingang? Da unten, ne? So, wir machen jetzt unser Inventar voll, damit wir auch nochmal mit der Hütte ein bisschen weiter bauen dieses Wochenende. Nicht nur farmen, denke ich, sondern auch nochmal ein bisschen bauen. Was hier nur so ein einzelner Froppen? Aber erstmal was essen, hatten wir in der letzten Folge schon. Zum Ende hin großen Hunger. Ja, vereinzelten Quarz können wir auch noch mal mitnehmen. Da ist er doch. Und er schießt auch gleich. Wusch. Warte, wo ist unsere und Bogen. Das ist zu weit weg. Was ist das hier für ein zerklüftetes Lavaland mit diesen ganzen Lavaströmen von der Decke? Ist ja auch nicht besonders schön. Aber die Glowstone-Vorräte sind trotzdem phänomenal. Aber es ist wahnsinnig gefährlich hier. Wenn man hier so schnell runtergeschossen werden kann. Zack, und auf einmal liegen wir viel weiter unten oder wir liegen in der Lava. Aber es sind mega Vorräte. Vor allen Dingen der hier. Da sind ja alleine 100 Glowstones an einem Ort. Hier unten sammeln sich auch mal welche von den Zombies. Hier haben wir noch diesen Lahmarschsteine, keine Ahnung genau wie sie heißen, Nether, Entschleunigung, der Gas hat sich verpieselt hat er sich, hatte wohl Angst vor uns, na, kann man verstehen, ne? Machen wir uns hier noch ein bisschen Quarz, wir sind noch gleich durch. Wir nun unsere Heimat hier nicht aus den Augen lassen. Das ist der letzte Stack. Jo, wir sind gleich voll. Optimum, da sind wir durch. So, das dürfte reichen. Jo, sind voll. Ups, pass auf. Dann holen wir uns die hier noch. Jetzt sind auch die Spitzhacke jetzt leider nicht ganz losgeworden. Aber da noch ein bisschen Platz, ja. Das heißt auch, wir haben immerhin zwei Level wieder gefarmt. Pilze brauchen wir nicht. Und hier noch groß umgucken, glaube ich, wollen wir jetzt auch gar nicht. Ich würde sagen, das sieht so aus, als hätten wir das gebaut. Da haben wir mal ein bisschen Erde verbastelt. Und hier auch noch ein richtig interessanter Glowstone-Vorrat. Also wir können in unsere neue Behausung viel, viel Licht einbauen. Denn wir sind hier noch ein bisschen an der Quelle, ne? Das holen wir uns dann noch alles, aber heute nicht. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Wir sind jetzt vollkommen voll. Heißt, wir könnten ja unten noch einen kleinen... Hier noch einmal quarzen.
So, 60. Gut, wir sind vollkommen voll, dann saus mal so, ich will jetzt auch nichts verschwenden. Ach, hier haben wir auch noch einen netten Glowstone. Sogar easy Glowstone. Glowstone zum Mitnehmen sozusagen. Das hat sich gelohnt, das, was wir mal hochgebastelt haben. Finde ich. Die Treppe hier nach oben echt praktisch. Und der ist natürlich so ein bisschen, vielleicht müssen wir den noch ein bisschen höher machen. Das Türmchen fürs nächste Mal. Geht gar nicht höher, sind wir schon ganz oben. Fällt dann immer ein bisschen mehr auf, ne? Den können wir uns natürlich sparen und den auch. Na toll, hätten wir die Behutsamkeit genommen, hätten wir sie auch wieder mitnehmen können. So nicht, liebe Leute. So, reicht. Habt. Das müssen alles wieder einbrennen. Wir brauchen wieder Kohle, aber ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Kohle. Schöner Weg, den wir uns hier im Nether gebastelt haben. Wir könnten auch mal wieder hier irgendwo im Nether auch mal ein Portal bauen. Es muss noch weit genug von unserem normalen Portal sein. Ich glaube, mindestens 120 Blöcke oder so, ne? Dann würde man in einer normalen Welt irgendwo ganz anders spawnen. Wäre auch nochmal interessant. Vielleicht würden wir dann durch Zufall irgendwo bei uns in der Nähe spawnen. Vielleicht ist auch unser Nether-Spawn-Punkt, den wir ja... Wir haben ja zwei Nether-Spawn-Punkte in der normalen Welt schon. Vielleicht ist auch der irgendwo in der Nähe. Wir wissen es nur nicht. So, zurück. War doch eine erfolgreiche Tour. Hat sich gelohnt. Ist aber auch schön, wieder hier zu sein. Ah, Carnickels. Schafe, alles schon ausgewachsen? Nö, alles noch Babyschafe. Kühe auch. Jetzt wollte ich mal kurz mal gucken, was macht unsere Farm? Und hier sind auch freilaufende Schafe. Die haben wir gar nicht wieder angepflanzt. Oh nee, Leute. Wie faul war das denn? Ja, dann machen wir das gleich, ne? Wir bauen noch wieder, wir wollen mehr Stroh haben hier. Stroh, Stroh, Stroh. Für die Kühe. Also wir haben genug zu essen. Hier sind so viele Ofenkartoffeln, da können wir uns tot mitschmeißen. Hier ist alles voll eigentlich. Eigentlich brauchen wir eine eigene Truhe nur für Ofenkartoffeln. Aber in unserer neuen Hütte werden wir alles noch mal ein bisschen differenzieren sozusagen. Also mehr aufteilen noch. Ja, vielleicht nehmen wir das auch raus dann, ne? Packen das da rein und nehmen das raus. Nehmt das raus. Fleisch können wir nicht mitnehmen. Nehmen das raus, packen das rein. Das passt mal gerade so, ne? Das raus. Ja, das rein, das raus. Und hier fehlt es an Kohle. Wie sieht's aus mit Kohle? Ja, okay. Können wir erstmal Krams hier wegpacken, den wir so eh nicht brauchen. Quarz. Haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Woher hier kommen gleich die Clean Stones rein. Guck mal, dann haben wir die auch wieder aufgefüllt. Die zwei Fackeln wieder mit. Jetzt können wir das Fleisch greifen. Da wieder ein paar reintun. Hier ist noch mehr von dem Fleisch. Das hätten wir eigentlich gut alles in einem braten können. Das war ein bisschen blöd wieder. Ofenkartoffel zu Ofenkartoffel. Rot, rohes Rindfleisch, rohes Schweinefleisch. Wir haben auch noch keinen Schweinestall. Und ein Weizen, ist ja auch albern. Wieso haben wir hier noch keinen Schweinestall gebaut? Eigentlich müssen wir die Hütte noch... genau, ich glaube, wir haben es noch nicht gebaut, weil hier einmal unser komischer, dicker Baum gewachsen ist. No. Er ist ja auch vollgerüstet da hinten. Wenn, dann müsste das in die andere Richtung weitergehen, ne? Naja, gucken wir uns dann an. Samen müssten wir drüben genug haben, müssen wir von hier nicht mitnehmen. Dekorieren wir mal unsere Hütte neu. Da müssen wir eigentlich fast die Glücksspitzhacke nehmen, ne? Damit wir noch mehr rauskriegen. Obwohl, das ist zu ärgerlich, wenn wir irgendwann mal wieder Diamanten finden. Na, ich nehme einfach... Ach, die ist ja behutsam. Ach, Leute. Sag doch was. Das kann ja nicht funktionieren.
Also müssen wir doch die neue nehmen. Die anderen sind mir alle zu schade, die eine funktioniert nicht. Sorry, da sehen wir mal, was ein Unterschied. Hier haben wir fast nichts rausgekriegt. Aus 15 Blöcken oder so haben wir nur 10 Kohle gekriegt, wenn wir das nicht mit Glück machen, ne? Da waren eh noch 20. So, hier muss noch was rein. Damit das letzte Glas noch gebrannt wird. Der kommt hier rein. Und da können wir immer schon mal die ersten rausnehmen und packen nach. Ja, wir müssen so lange craften wahrscheinlich und verzaubern, bis wir wieder eine Glücksspitzhacke kriegen. Sonst haben wir ja hier die totale Verschwendung. Jetzt nochmal 32 nehme. Wird eigentlich hier alles aufgelassen. Wir könnten direkt vom Creeper oder so überrascht werden. Ich nehme jetzt auch die Glücks. Die ist ja auch noch gar nicht so schlecht. Und das heißt, glaube ich, wir kriegen hier das Doppelte oder so an Kohle raus. Und es ist auch nicht so, dass uns irgendwie Diamanten aktuell mangeln würden. Ich glaube, wir haben noch 100 Stück oder so auf Lager. Also mehrfache Rüstung, mehrfache Werkzeuge. Alles, was geht. So, guck mal, das sieht doch schon alles aus. Packen wir mal 14 nach, holen wir das Glas mal raus und packen da auch welche rein. So, Glas kommt hier mit rein. Das sieht auch dann auch schon mal ganz gut aus. So, gehen wir mal wieder alle durch und gucken, ob wir da noch ein bisschen was nachpacken. Immer so, dass wir circa ein bisschen über 20 sind. Müssen dann tatsächlich so viele hin. Dann haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Ruhe, ne? Guck mal, da sehen wir auch, wir sind schon am Ende. Und hier können nur 13 rein. Und das reicht jetzt, um die ersten zwei, also den ersten Stack hier, 32er Stack zu craften. Alles andere geht noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja, dann können wir doch den Rest Kohle auch noch verarbeiten, oder? In der Zwischenzeit. So, dann nehmen wir wieder unsere... Ist das die richtige? Haltbarkeit 3, Glück 3. Haltbarkeit... Jo, passt. Dann haben wir auch nichts mehr. Ein bisschen was sollten wir eigentlich behalten für Fackeln. Ansonsten, nee, hatten wir nicht hier irgendwo noch Fackeln? Ich glaube, wir haben sogar noch Fackeln in irgendeiner Box. Wir hatten noch mal so viele. Ja. Ja, dann bauen wir auch hier einfach. So, haben wir 50 Stück. Können wir tatsächlich alles, was wir jetzt an Kohle hier gekriegt haben. Hier unten mussten noch 16. Da können auch 16 rein. So, dann füllen wir weiter auf, ne? Machen wir überall über 30. Ja, es wird nichts überall über 30. Aber immerhin.
kommen wir bei einigen über 30. Ja, das wird jetzt noch eine ganze Weile dauern und in der Zwischenzeit werden wir ganz einfach jetzt mal unsere Felder neu anpflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir frei. Hauptsächlich eigentlich mal mit Weizen, oder? Weizen, Weizen, Weizen. Eigentlich haben wir alles hier vorne in den Ton. Das würde ich sagen, machen wir dann nächstes Wochenende. Sorry Leute, für alle die, die warten, von wegen, hier, wann geht's weiter mit dem Hausbau? Hat jetzt dieses Wochenende mal pausiert. Wir mussten unser Inventar ja wieder auffüllen. Hier ist nichts. Das ist hier drüben. Und jetzt müssen wir hier drüben nochmal alles. Oh ja, hier ist noch ganz viel Weizen. Und auch noch Kartoffeln. Aber wir pflanzen jetzt mal nur Weizen an. Eine Ladung nur Weizen für große Strohproduktion für die Tiere. Das machen wir dann ja, nächstes Wochenende zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Also bis zum nächsten Wochenende und tschüss.